Die Sema ist eine Muslimin, in Deutschland geboren. Die Mama ist leider schon verstorben, aber Semas Papa lebt noch. Und wir haben auch schon versucht, die Gesellschaft für bedrohte Völker, für die Sema, dass die sich für Sema einsetzen. Denn wie gesagt, sie ist eine Muslimin und ja, sie ist weder geistesgestört noch geisteskrank. Und die Unverhältnismäßigkeit dieser langen, schweren Bestrafungs- und Maßnahmen und den Bericht, den wir jetzt gehört haben, dass sie zwischendurch auch gefoltert wurde und immer wieder Angst hat vor Repressalien und Folter, das ist furchtbar. Und auch für meine Freundin Ilona, unsere Ilona in Taufkirchen, ist dasselbe. Ilona, also Sema ist seit 7 Jahren hinter den Festungsmauern in Bayreuth jetzt und Ilona seit 6 Jahren und davon 2 Jahre Zimmersperre und Hofgangssperre. Ich habe mich, wie gesagt, für Ilona eingesetzt und gegen die Hofgangssperre protestiert. Daraufhin habe ich erstmal ein Ermittlungsverfahren läuft gegen mich. Zum ersten Mal bin ich von Menschen, ja, wie sagt man, angezeigt worden. Und ich habe mich deswegen so weit aus dem Fenster gelehnt und habe die Telefonate öffentlich auf meinen Livestream-Kanal Nina Hagen Intervision gestellt, weil die Frauen Mut hatten, nach der großen Solidarität, die Gustl Mollat zugekommen ist, endlich auch sich in der Öffentlichkeit um Hilfe zu bemühen. Die Ilona ist seit einigen Tagen, darf sie nach 2 Jahren endlich wieder raus zum Hofgang. Das haben wir erreicht. Wir freuen uns darüber sehr und sind sehr dankbar dafür. Die Ilona ist übrigens eine Christin, so wie ich. Ilona liest gerne in ihrer Bibel, aber die Bibel wurde ihr natürlich weggenommen. Wurde drauf rumgetrampelt und weggeschmissen. Auch ihr Tagebuch wurde ihr weggenommen. Alles, was ihr lieb und teuer ist, wurde ihr weggenommen. Sie ist, war, wie gesagt, 2 Jahre lang in ihr Zimmer gesperrt. Und alle Dinge, mit denen sich ein Mensch tagsüber beschäftigen könnte, wurden ihr weggenommen. Auch Ilona ist ein Strickgenie. Sie hat früher immer auf dem Regensburger Weihnachtsmarkt ganz schicke Kunsthandwerk verkauft und war in einer Kabarettgruppe, die Wilden Weiber, und ihre Freundin Dr. Doris Simone setzt sich auch sehr stark für unsere Ilona ein und wir hoffen, ihr lasst endlich Gnade walten. Ja, ich bettel um Gnade bei der Taufkirchner Klinik, weil dort sind auch noch andere Frauen, mit denen ich befreundet bin inzwischen, nämlich die Christina Meyer, der vorgeworfen wird, sie hätte ein Borderline-Syndrom. Sie ist ja schon krankheitseinsichtig gewesen vor vielen Jahren. Aber jetzt neulich hat sie, die Christina Meyer, sich so gefreut, dass sie mich an der Strippe hatte. Und ich habe mich gefreut, dass ich sie an der Strippe hatte, denn ich wollte Ilona sprechen. Und da war die Christina Meyer, hat das Telefon abgenommen auf der Station. Und da haben wir uns miteinander bekannt gemacht und Christina hat mir erzählt, dass sie eine gläubige Buddhistin ist, eine erleuchtete Buddhistin. Und ich habe auch sehr viele Freunde, die Buddhisten sind. Wir sind auch gerade dabei, beim Council of World Elders findet ein Kongress statt Ende September in Bad Homburg, wo ich als ein Global Advisor im Council of World Elders dort auch sprechen werde. Ich werde dort einen Friedensfederpreis verliehen bekommen und werde natürlich dort in meiner Rede auch mein Ehrenamt als der Schirmfrauschaft der Pat Fafü und unsere Forderungen zum Thema machen. Unsere Forderungen nach der Einhaltung der Menschenrechte und unsere Forderungen nach Beendigung der Foltermethoden in der Psychiatrie, wie schon gefordert
von dem Juan Mendez, dass Foltermethoden ab sofort illegal sind und jegliche Länder, die diese Methoden noch praktizieren, aufgerufen werden, die sofort einzustellen, die Gesetze dazu einzustellen.